Willkommen zurück auf 99 Damage und damit mit der Map Nummer 2. Astana Dragons gegen Nip. Die zweite Map. Tja, und jetzt braucht Nip den Sieg. Ansonsten ist es hier vorbei. Und das wäre jetzt das erste Mal hier innerhalb der letzten Monate, dass man auf ein Turnier fährt und ohne Preisgeld nach Hause kehrt. Bei EMS One wurde kein dritter Platz ausgespielt. Da gab es das gleiche Preisgeld für Platz 3 und 4. SLTV Star Series Finals hat man auch nochmal die Kurve bekommen und den dritten Platz gemacht gegen die Polen. Tja, und hier $5000 oder $0. Bringt Nip diesen Kampf hier in eine dritte Map? Das ist die große Frage. DE Inferno hat vorhin Astana verloren. Und zwar gegen die Jungs von Mystic. 16-12 war dort der Endstand. Lass mich nochmal ganz kurz nachschauen, auf welcher Seite sie da gestartet haben. Mystic hat auf der CT-Seite angefangen, genauso wie jetzt Nip auf der CT-Seite startet. Astana hat 4 T-Runden geholt und als CT dann am Ende 8. Deine Einschätzung, Kazuya. Ja. Nip in der heutigen Form. Jetzt, Mirage war ja auch nochmal knapp am Ende. Pistol-Statistik war 1-1. Glaubst du, dass Nip hier nochmal zurückkommt und wir eine dritte Map sehen? Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil tut weh, Nip so spielen zu sehen. Also, ich finde es echt sehr unschön, das anzugucken. Also, gerade wenn man weiß, dass Nip halt einfach so viel besser kann. Glaubst du jetzt, es liegt mehr daran, dass man jetzt hier im Spiel um Platz 3 ist und so geknickt ist wegen Very Games, oder dass wir einfach nochmal die Spiegelung sehen vom Match gerade? Das ist nochmal so ein extra Ding, aber auch gegen Very Games sahen sie ja nicht gut aus. Die Teamplay-Aktionen, die stimmen einfach nicht und das ist jetzt halt nur vielleicht noch ein Tick heftiger geworden. So, Assist, Waffe leer und Baseball ist drauf. Aber wird super schnell schon in der Banane da, aber Forrest, das kann doch nicht sein Ernst sein! Oh Mann. Wer hat denn hier die Wurzeln aus dem Baum rausgerissen, du? Wurzeln stehen im Kreuz. Friedberg, holt das. Adrian Postin. Meine Güte. Forrest. Forrest, get right. Beide mit 0 Frags. Weiß ich nicht. Haben beide mal ihre Maus ausgestöpselt, ein bisschen drauf rumgetreten, dann wieder dran gemacht, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht Senja doch mit auf dem Event dabei. Ja, man weiß es nicht. Kana aimt hier auf jeden Fall erstmal nur ab. Wartet, was passiert. Makelov gammelt am Teppich. Und wird sich Mitte vorgearbeitet. Und sammelt sich jetzt komplett. Drei Cities warten immer auf sie. So, Pfiffeln im Sand. Hin, was hinfliegen kann. Und damit nur noch Friedberg, 2 AP. Hat Weste, Helm, Diegel, kann man sparen für die nächste Runde. Mit 2 AP muss er das sparen. Und da siehst du, Astana macht das sehr, sehr schön.
Dosia will nochmal da reingehen und facen, und Makelov kommt sofort von Hess auch mit dazu, damit Genau, der die haben fast Refrag da ist. immer. Fast immer einen Refrigger dabei. Ja. Und wenn nicht, dann versuchen sie sich halt immer, ja, immer weiter wegzuziehen und eine bessere Position zu bringen. So, Friberg lässt da schon den Frust an den Hühnern raus. Selbe Runde bei Thunder Dragons. Warten erstmal wieder nur, schauen, wo sie sich gleich sammeln werden. Ich denke mal, sie werden diesmal zu B gehen. Da wird auch nur ein CT warten. Die Waffen nur jetzt zum B. Und geht jetzt wieder geschlossen die Mitte hoch. Rücks ist gesehen für Firmen in der Bibo. Rein. Friedberg, der B-Schieber auch schon da und Garrett noch im Spot. Kriegt da einen, Dosia ist low. Dosia kann die Steps da nicht hören oder zuordnen. Aber Angel da mit dem Frag. 3-0 und Nip am Kaufen. Astana muss auch komplett nachkaufen, hätten aber für nächstes Mal auch nochmal Geld. Wieder langsamer Aufbau bei Astana. Bei einer falschen, der Rest Teeramp und Banane. Ja, Nip. Sehen da Banane auch direkt die Kontrolle. Also stehen da schon defensiv am Spot. So, stattdessen riskiert man was an der Mitte. Pfifflern, der sehr weit vorne steht. Friberg kriegt jetzt die Flash, um dann reinzuziehen. Adrian hat's gehört. Und macht den Und Kill. macht den. So, damit eröffnet er die Runde. Sekunde 45 auf der Uhr. Gibt aber einer von Nip zu B und Astana spielt jetzt ihren A-Split. War gerade der richtige Call. Da wird bitte auch alleine Moment. gelassen. Der Shot aber für Pfifflein reicht's ja nicht. Vor allem Aus Forrest dem ist immer noch Angel unbekannt. schon durch. Forrest ist immer noch ungesehen. Und das gibt's doch gar nicht. Es tut mir im Herzen weh, Forrest so zu sehen. Ja, kann ich nur bestätigen. Einfach nur traurig. Heieiei. Da würde ich jetzt gerne sitzen, kurz Pause-Taste drücken, den mal für 5 Minuten wegnehmen und mal drüber reden, was da heute so los ist. So, Junge, erzähl doch mal, was ist denn los? Was ist passiert? Wer hat deine Maus kaputt gemacht? Jetzt wieder in der Eco. Astana weiß das natürlich, stehen wieder auf ihren Up-In-Positionen. Mitte Contact ist jetzt eigentlich das Falsche da für Astana. Boah, das wird ein richtiges Gemetzel. Alle jetzt da. Befindet. Wenn sie jetzt mal die Runde gewinnen. Auch. Und dann ist wieder Forrest. Forrest. Aber Aber das Gemetzel war trotzdem da. Und das immer gab. wieder, wenn du Ja. dir Forrest anguckst, wenn er eine Pistole hat, trifft er
echt gut damit. Aber sobald er irgendwas hat zum Sprayen, kannst du direkt in die Tonne treten. Ich weiß nicht, ob ihm das selber nicht auffällt oder ob. Weiß ich nicht. Gedroid er kein Mausfeeling hat oder so. Gedroid macht's ja genauso. Also, das kann ja letztendlich nur damit zusammenhängen, dass sie sonst immer so spielen. So, jetzt wieder schneller First Frag Dosia. Ne, dass sie halt einfach immer im Spray sind und das kannst du auch innerhalb von einem Event nicht abstellen, wenn das aufgrund der Rechner vielleicht nicht so gut läuft. Aber sie müssen halt doch irgendwie zumindest mal sehen, dass wenn sie immer sprayen und sie kriegen die Kills einfach nicht gesetzt, weil, weiß nicht, nicht reingeht oder Lenkrad oder was auch immer, dann muss man das auch mal ein bisschen verändern, ein bisschen tappen, Einzelschuss, was auch immer. So, Gabriel pusht einfach mal durch die Smoke. So, und jetzt Gedrad. Endlich mal zwei Frags gesetzt. Und schon haben sie auch das 4 gegen 2. Astana sich da ein bisschen zu lange mit Mitte aufgehalten, Mitte Haus, anstatt Richtung B mal ein bisschen was zu machen. So, Nip deckt jetzt in 2-2-Aufstellung. Ja, und sie kommen Action Comeback. Forest. Headshot. So, ist ja wieder im 1-on-4. Aber diesmal Ja, diesmal reicht's nur für den einen. ist aber nicht weiter dramatisch für sie. Kaufen können sie auf jeden Fall und könnten jetzt Nip hier wieder Money Broke setzen. Ja. Könnte dann auch so eine Farmers irgendwas Runde sein, weil Nip aber Astana auch nicht. Noch mit der aggressiven Move ist das First Track gemacht. Ich habe den Level hier gedeckt. Jetzt Forest habe ich den Track gemacht. Sorry, hatte mich da gerade verguckt. Hatte bei Nipgeld geschaut. Dann ist Dose wieder alleine. Ist auch immer der Letzte irgendwie. So, kommt an die Bombe ran. An die Waffe sollte er nicht mehr rangehen. Ob es noch interessant wird, also er kann auf jeden Fall auf den B drauf. Ist eine Runde, die könnte er machen. aber er hat gar keine Waffe. Ja, aber er braucht Na Sis gut, und wenn Forrest Forest nur jetzt rauf anhitten. geht. Muss Ja, halt nur Feedback holen. wenn Forrest rauf geht, kommt er vielleicht an die Waffe ran. So, und jetzt zum ersten Mal, siehst du, Forest wartet darauf, dass seine Mates kommen. Er geht nicht einfach rein. Smokt da auch gut ab jetzt rechts. Jetzt ist es super schwierig für Dosia. Weil jetzt kommen sie wirklich mal zusammen. Und holen es. Jetzt wird hier schon darüber spekuliert, über die TV-Doku von Nip, dass das zum Drehbuch gehört, dass die Spieler am Boden zerstört sind, zweimal gegen Very Games verloren, ein großes Turnier, die Weltmeisterschaft nicht gewonnen, ihren Titel nicht verteidigt. So, jetzt 3er D-Push. Von Nip. Oh, und da stehen die Kills zu gut gegen. So, und Nach jetzt 4 Lade. gegen 2. Situation umgedreht. Bombe muss doch noch an einem T-Spawn geholt werden. Aber sie sind jetzt B durch und sie haben immer noch ihren A-Gammler, ne? Aber jetzt schieben sie wohl alle zu B. Adrian Hat dann der auch Mitte nur mit ein bisschen 4 Stress AP. gemacht. Was kann Wifflan da noch machen? Wir machen, kommen jetzt zusammen drauf. Er versucht einfach durchzuziehen. Dreist. Also das war sehr, sehr frech. Wenn die Smoke wenigstens gut gelegen hätte und er ein Kit gehabt hätte, dann hätte das ja noch so ein bisschen Sinn gemacht, aber so war das schon echt. Die sind schon ein bisschen tilt, die Jungs. Also das merkt man schon.
Corinna Pistol, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Zist, Banane drin war. Die ersten 6 Schuss mit der Pistole saß dann Amy nicht und hat einfach ein Messer gezogen, hat keinen Bock mehr, wollte den Gegner messern. Ja, die Muni war leer bei ihm. Also. Heute ist halt echt, da überschlägt sich alles, glaube ich. Ja, also. Tagesform, dass CS einen großen Teil auch tagesformabhängig ist, das wissen wir. Aber dass es so schlechte Tage auch für NiP gibt. Ja, get right. Also, sowas macht ja im Schlaf so ein Frack. Das ist ja ein Geschenk, wie er es da reinwirkt. So, jetzt aber Xis mit der Autosniper. Hat sich der 2, der Feedback abgelenkt hat. Und der Smoke liegt nicht gut. Nee. Xis zieht ihn, wenn er durchkommt. Jetzt kommt aber noch eine gute Flash-Marklovis durch. So, Plant wird auch gehen. Er spielt's gut, er pusht nicht mal direkt drauf. Versucht dann noch auf den Frag zu gehen, aber Xis. Starke Runde, 3 Kills. Vielleicht gehört es auch zur Marketingstrategie von McDonald's hier mit dem NiP-Burger. So, läuft nicht, jetzt essen sie ein paar NiP-Burger und zack, gewinnen sie die Turniere. Vielleicht haben sich auch so viele davon reingehauen. Kann auch sein. Gegen die Eco stehen sie bis jetzt solide. Oh, Forest. Endlich mal. Ja, mit Pistol aber. Reinkriegst du nur noch ein paar Sekunden. So, NiP. Forest wächst über sich hinaus. NiP ohne einen einzigen Waffenverlust. Unbelievable. Aber man sieht schon so ein bisschen, dass sich ein bisschen verwandelt, also so die Situation, wo sie halt Überzahl haben, die werden nicht mehr so reingedaddelt wie ja, vorher auf dem Net. Also man will wohl doch noch probieren hier sich das Preisgeld zu schnappen. Ja, das wollten sie auch auf der ersten Map. Ich glaube, da war es ihnen auch noch ein bisschen egal. Ja, da saß vielleicht der Frust noch ein bisschen größer auch. Ja, und jetzt ein bisschen neu motiviert. Und jetzt noch drehen. So, LKW-Smoke. NiP sollte jetzt eigentlich wissen, was passiert. Der Wago kommt. Reiten essen. Das ist auch viel zu lange da. Damit Zimmer sonst essen. Das ist Stripper Forest noch. Ist denen komplett egal, was da im Sandkasten passiert. Deshalb die Smokes. Wir wollen einfach nur aufs Bock drauf. Warum Freeback nicht so gut reingepickt, aber der Mate war nicht dabei. Ist da viel zu weit weg gewesen. Ja, schöner Go wieder von Astana. Und sowas haben wir von NiP hier noch überhaupt nicht gesehen. Haben also die überhaupt heute schon mal ein Go gespielt? Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, außer einmal auf Mirage und Argo haben wir, glaube ich, gar nichts gesehen heute von den neuen Goes. Da ist in der Banane Edward, auch wieder gut gedodged. So, das steht noch close. Muss jetzt aber auch wegschieben. So, und jetzt vielleicht nochmal Late Banane einnehmen. Astana versteift sich da wieder auf den A-Spot. Ja, sie lassen sich aber Zeit. Warten noch auf Fehler von NiP. Und jetzt würde man bereitstehen.
Fake B go. Was haben sie vor? Bombe. Dose, ich glaube, sie lassen Adrian wieder rüber. B gucken. Ja, das ist ihr. Ja, das ist der A-Schieber B go. Ah, der Fake am B ist aber eigentlich viel zu billig gewesen. Deswegen geht er direkt hinterher, schließt aus. Forrest. Ah, da macht er den zweiten. Noch Mitte, noch zwei Leute. Forrest den dritten. Ah, da wird Gadget klaut ihm den vierten. Turn one. 9 Sekunden. Ja, und dann kommt von hinten Rieberg von B. Ja, das altbekannte Astana-Problem. Ja. Und das, obwohl sie halt Überzahlsituation hatten, also. Weiß nicht, warum sie sich da mit Absicht so viel Zeit lassen, statt einfach, ja, schon mal die Mitte einzunehmen auf Refrag. Wenn sie ja, halt oder ein bisschen B, mehr sie Raum, haben richtig viel Angst vor dem B-Spot irgendwie. Ja, wenn sie halt mehr Raum haben, dann bringt das halt auch mehr, dass sie langsam jetzt mit Rush, Fake machen. Mit Rush. Gegen die Eco. Ich wechsle jetzt einen Makelov. Ist noch gestorben, aber. Der kommt langsam ein bisschen zurück, der Forrest. Ja. Also. Wenn wir uns die Stats angucken, hat das nichts mit langsam zu tun. So, was ist ein schöner Schlagabtausch? Das können wir vielleicht mal sagen. Nip immer 2 Runden geholt, dann Astana, dann Nip wieder 2 Runden, dann Astana, dann Nip wieder 2 Runden. Ist jetzt die Zeit für Astana. Nip erstmal wieder Überzahlsituation hergestellt. 5 gegen 3. Und die sind da ziemlich gefangen in der T-Rampe. Versuche Druck von Nip. Haben wir da echt Angst, dass Banane ganz vorne schon was ist. Aber trotzdem 2 Spieler Low AP. Jetzt kommen sie mit der und da ist. Alleine gelassen erstmal, aber er macht den ersten und den zweiten auch noch. Er sitzt dann und Edwards 1 gegen 4. Und das ist eine Situation, kann er machen. Ja. Und Fire ist. Wenn wir noch 2 Low haben, dann ist das schon möglich. Aber ja, Move jetzt so schlecht. Forrest sieht in der noch 100 HP hat. 7-7. Nimmt da dann doch nochmal ein Comeback gestartet, nachdem man die ersten 5 Runden wieder abgegeben hatte. Gleiches Problem wie gegen Very Games, dass man die Pistol verliert und die erste Equip verliert. Und wieder aggressiv von Nip, Mitte runter. Hier wird abgeplayt, mit Nip da. Sie töten die B-Spieler. Angel campt sogar noch gut Banane ab. Aber 10 AP muss da weg. Forrest ist noch sicher allein gestellt. Kiffman ist noch super weit weg. Sie hat ihn da so gut umgemoved am Brunnen. 8-7. Backrunde von der Starter. 8 Runden. Boah. Gut, das ist natürlich die Pistol auch, ne? Brauchen wir sie jetzt vormachen. Ja, Pistol erste Equip. Ja, dann sieht das schon ganz anders aus für Nip Nip. Aber Halbzeit ja. Nummer 2 und da braucht Nip natürlich auch wieder die Pistol, ansonsten wird es schwierig. 7 CT-Runden. Das ist sehr, sehr wackelig auf den Beinen. Erstmal den McNip beißen, kurz relaxen. Ja, und Astana hat 4 T-Runden mehr geholt, als sie gegen Clan Mystic geholt haben auf der T-Seite. Ja, aber in allen Matches heute von Nip hat das CT-Spiel irgendwie nicht so gut geklappt. Gegen Complexity? Ja, da noch schon. Aber. Ja. Nach der kurzen Pause war es irgendwie, weiß ich nicht, verloren gegangen. Ich glaube,
Nach dem komplexen Match mussten sie auch die Stage wechseln, ne? Nee. Jetzt sind sie auf der Stage. 2 gegen 2. Boah. Schöne Shots dort von allen Spielern da am Ende. So, und Pistols jetzt hier im Finale. 3-1 für Astana Dragons. Full bei. War es sogar eine Garnier drauf bekommen. Das ist der nächste Shot. Ja, und der nächste. Das ist nur noch einer. Aber befahren. Ohne Mannverlust. 10-7. Ja, ich muss eine komplett sparen legen. Wahnsinn. Dann steht's 11 zu 7. Da kommt noch wieder Bill Rush. So, beide Ziele kommen die Welt. Ja, die saßen so gut. Alle low. Schön reingehalten den Strahl. So, nippt wieder mit der Kaufrunde. So, und jetzt kommt es wieder drauf an. Erste Equip für sie. Oder nicht? Doch. Den vollen Pullball wieder mit Pisteln. Adrian ist da im Spraydown. Standen zu dritt. Bonano und Marco kommt an die andere ran. Nochmal Hits gegen Forrest. Noch einen. 3 gegen 3 Situation währenddessen. Get Right Mitte hoch zusammen mit Fifterin. Get Right end nur Hundegang ab. Und die HE liegt zu weit, aber beide zu slow. Dann zu. Und Markloff auch low HP und Adrian braucht lange, bis er da ist. So, aber Zeit für Markloff, da über Teppich zu gehen. Ja, das ist auch ein guter Laufweg für Markloff, wenn er weiß, dass er mehr so lange braucht. So, und da hat er ihn gesehen im Friedhof. Ja, die anderen muss Spot sein. Machen sie. Und Nip vergibt wieder die erste Equip Round. Gute Entscheidung da, dass Makro auf Teppich geht, weil er weiß, dass der Meta wird weg ist. Plus die gute Entscheidung, dass man zu dritt Banane aufpusht in der ersten Equip. Also Astara spielt ja schon immer solide runter. Ich habe eine Action gesucht. So, und jetzt Lieber gestorben. Gasbond habe ich raus. Aber dass der da einfach komplett alleine raus wird. Also muss jetzt auch in den Reload gehen. Ein Schuss noch. Markelov schon gut im Spot. Währenddessen auch Adrian da. Kann Hess ansagen, den Contact. Dann tut sich gerade schwer, irgendwo zu gehen. Sollten halt jetzt zusammen irgendwo im Pick erstmal gehen. Dann vielleicht sogar noch Late B schieben. In den nächsten paar Sekunden passieren.
bei Breaks. Gut aufgepasst, von Pfifflern. Los, ja. Noch weit weg. Das kann er wieder machen. Beide warten im Spot. Ja. Aber er hat wieder keine Rätsel. Die stehen nicht gut, aber er weiß nicht, dass sie so schlecht stehen. Er muss halt damit rechnen, dass er im Sand oder Teppich ist. Jetzt hat er es aber gesehen. Beide sogar. Er hat da noch eine Sekunde gewartet. Sau knapp. Aber sie haben Geld. Ja, und Nip kann wieder broke gesetzt werden. Wir einfach auf Gesicht, hat die Fläche gemacht. Auch. Jetzt gasen sie durch. Das Andrew, dass der Schuss hat. Oh! Der Mover kriegt nur einen. Er hätte zwei haben können. Markloff fällt auch. Der hätte zwei haben müssen sogar. Schöner Move. Den hat auch Crispy gespielt. MS1 Finals. Ja. Nur, dass er dann Vierer gemacht hat. Ja. Hat das Tana genau geguckt, wie er da die Flashes schmeißt. Bekannt und Edward Dark hat sich noch nicht gezeigt. Aber Y fällt jetzt. Und Edward versprayt sich auch. Freeberg ist da mit seinem dritten Kill. Bringt Nip das hier nochmal zurück. Was Tanner muss kaufen. Die Geldsituation ist relativ ausgeglichen. Nip baut wieder um in Richtung B-Spot. Da wartet Dozier alleine. Das ist jetzt der perfekte Call. Dozier schiebt da ganz weit weg vom B. So, Forrest fällt und jetzt könnten sie rüber schieben. Dozier. Er muss mindestens einen haben und überleben. So. Weg. So, und jetzt haben sie diesen 5 gegen 3 Nutzer Retake. Einfach einen durch Base kurz über den Smoke machen. Oh, Dozier kriegt da auch noch gute Hits. Trotzdem noch Überzahl. Doppel Flash noch bei Edward und X ist bekannt im Y. Und Dozier schön um die Ecke gemoved. So, und das sieht wieder geldtechnisch schlecht aus bei Nip. Hat ihn bei dem Plant, aber ist nicht so viel Geld da. Nee. Und CD ist auch mit zwei Leuten überlebt. Ja, sollten sie wirklich eine Eco fahren. Ja, Eco und dann alle. Einfach nochmal Tilt Bego jetzt und Abfahrt. Sieht nach Tilt Argo aus. Richtig, alles so ein bisschen splittet. Haben schon wieder Banane-Kontrolle, die CTs. Jetzt mit der Hoch.
Wäre ich dann lang. War ich denn nicht weit genug da drum gezogen? Jetzt erst? Boah. Stehen da Dreier. Alle in der Linie. Stehen sie alle in Linie. 14 zu 9. Astana Dragons. Wahnsinn. Wer hätte das vorher gedacht? Ja. Echt. Vielleicht eine Sache für sich. Also ich hoffe, das ist einmalig. So, und jetzt macht Astana hier genauso einen Push, wie es vorhin Nip angestellt hat. Und Edward pusht jetzt auch nochmal Döner mit Timing. Angel, du warst durch den Molotov durch. So, und letzter bekannt. Mit der gesprayt von Makelov. 15-9. Und Nip ohne Geld. 6 Matchbälle, Astana Dragons. Freunde, es sieht hier aus, als würde Nip ohne Preisgeld nach Hause fahren. Dieses Gefühl kennen sie nicht. So, und die Geschichte von Nip, sie wird weitergeschrieben. Das Kapitel der Unbesiegbarkeit ist schon länger abgeschlossen. Jetzt kommt das Kapitel der Verwundbarkeit dazu. Und sie sind ja immer noch Gold. Und da stehen sie jetzt schon wieder zu dritt am B. 3 CTs dort. 2 jetzt. Angel schiebt wieder zurück. So, das erste G könnt ihr schon mal eintippen in die Kommentare unter dem Stream. Also so hoch konzentriert wie jetzt in dem Tour and Five waren sie schon seit 20 Runden nicht mehr. Dozier. Und damit ist es amtlich. Dozier, der hier ein großartiges Turnier gespielt hat, ein großartiges Spiel um Platz 3. Macht hier die letzten beiden Fracks. Und damit gewinnt Astana Dragons hier dieses Spiel gegen Nip. Dritter Platz. Und Astana Dragons schlagen zum zweiten Mal die Ninjas in Pyjamas. Das muss man erstmal schlucken hier bei Nip. $5000 gehen damit an das Team der Ukrainer von Astana Dragons. Respekt. Also Nip. So am Boden hat man sich schon lange nicht mehr gesehen, aber das passt perfekt in die Doku. Und DreamHack Winter 2013, da gibt es dann die große Revanche. Da wird Nip wie der Asche aus der Phönix wieder auferstehen. Ja, besser hätte man es für einen Hollywood-Film nicht schreiben können. Also, das war's für heute. Tag Nummer 3. Und wir können ganz kurz nochmal hier in den Baum schauen. Also die Partien heute Morgen. Nip gegen Complexity 2-0. Very Games Fnatic 2-1. Astana, Copenhagen Wolves 2-0. Clan Mystic, FM Toxic 2-0. Und dann Clan Mystic, Astana Dragons besiegt. Very Games Nip besiegt mit einem 2-0. Somit morgen das Finale. Clan Mystic gegen Very Games um 9.30 Uhr. Und das Spiel um Platz 3 gewinnt Astana Dragons gegen Nip mit einem 2-0 nach Maps. Platzierung seht ihr ebenfalls, $5000 an die Astana Dragons und Bilder vom Tag 3, die könnt ihr hier natürlich auch nochmal sehen und da sind noch ein paar neue Bilder von Nip dazu gekommen und da sieht man schon in den Gesichtern, da ist man alles andere als glücklich. Freeberg nicht glücklich, Forest nicht glücklich, also da weiß man nicht, was los ist und das war gerade eben hier im Match gegen Astana Dragons. Also ratlose Köpfe, ratlose Gesichter, auch wie man da in den Stühlen hängt. Ist das, selbsterklärend. So, Freunde, das war's für heute Morgen um 9.30 Uhr. Erwarte ich euch wieder. Wer geweckt werden möchte, bitte alle die Handynummern schreiben auf der Facebook-Seite von Kazuya. Und der wird dann einen Weckruf starten an euch alle. Deine Facebook-Seite, facebook.com/? AZYCS. Alles klar.
Und facebook.com/meinknochen könnt ihr natürlich ebenfalls liken. 99damage.de, dort könnt ihr nochmal alles nachlesen. Update-News vom heutigen Tag. Die Abschluss-News später wird natürlich auch kommen für den heutigen Tag. Und Bildergalerie, lohnt sich ein Blick. Die VODs werden, wie gewohnt, heute gehabt, werden circa um Mitternacht wieder fertig sein. Und wir sehen uns morgen früh wieder in aller Frische. Danke fürs Zuschauen. Danke, Kazuya. Danke an das Team von 99damage, an alle Tickerer und Redakteure und natürlich auch an unseren Fotografen fort. Bis morgen.